aufgeregt, Leute. Und zwar ist gestern ein neues Spiel rausgekommen. Ja, halt nur ein bisschen spät dran, aber nein. Gestern ist ein richtig geiles Spiel rausgekommen, worauf ich schon richtig doll warte. Und ich will sagen, ja? Und zwar ist jetzt das Spiel Jurassic World Evolution. Du bist so aufgeregt, ja? Gut, ich würde sagen, wir legen gleich los, ja? Und ich quatsche nicht mehr lange. Ich wollte nur mal sagen, dass ich schon mal angetestet habe ein bisschen. Aber naja, ich muss es euch einfach zeigen, ja? Zum Kommentar nochmal hier hinten, zu den Grünen. Da werde ich nochmal was senken, was hier nicht weg ist. Hat er mal geschrieben, dass es doof ist, aber mal gucken, was ich dann mache. Okay, ich rede nicht mehr, ja? Intro los! Oh nein, ein T-Rex! Jurassic World Evolution. Da bin ich, hi. Gut. Ja, das war das Intro vom Spiel. Ich hoffe, ich kann es mit der Musik zahlen, aber es wird schon klappen. Ich hoffe, es klappt. Aber müsste eigentlich, was haben wir, eine kurze Sequenz. Nein, egal. Mal gucken. Wenn das Video gesperrt wird, lasse ich mal neu hoch und ich schneide es raus. Ich schau mal aufzugeben. Ja, wir sind jetzt hier im Jurassic World. Wir fahren schon. Ich hoffe, es wird mal dazu gefahren. Wenn ja, sag gerne mal Bescheid. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen schon gespielt. Aber ich fange natürlich neu an. Ja. Okay, wir starten mal das Spiel. Alter, ich bin so aufgeregt, Leute. Ja, hallo. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben. Jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen. Falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Hey Leute, es geht jetzt ein bisschen trostlos, aber normalerweise wird da die Jurassic Park Musik laufen, ne? Und ich habe jetzt ausgestellt wegen rechtlichen Gründen und alles, was wieder nicht gesperrt wird. Sieht so weit aus. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Ich komme ins Spiel rein, werde sofort in den Schiff. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Wir sollen vorsichtig sein, vor den Dinos. Alter, Leute, das geht nicht weiter. Gut. Ich hole jetzt mal. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Ich bin mal lieber hier drüben. Kaut ein bisschen besser als da, weil da verdecke ich alles. Ja,
so ist es auf jeden Fall besser. Sieht so geil aus, oder? Also hier werden die Dinos gemacht. Also werden die Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Dieser Dino, den ich nicht so, von dem ich den Namen aussprechen kann, das war dieses Struthiomimus, oder? Keine Ahnung. Den soll ich jetzt machen? Das sieht aus wie ein Vogel. Nur mit Federn. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Ja, was wohl? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Ja, das stimmt, weil ich hab den neuen Film übrigens gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Das war echt. Der Film war echt gut, kann ich empfehlen, wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt. Weiß nicht, ob er noch in Kinos ist, aber könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Das ist nämlich echt richtig geil. Also nicht reinziehen mit, sondern. Okay, so. Ja, das ist unser erster Dino. Ja, und die Filme, das ist alles schief gegangen, oder? Gucken, ob es hier auch schief geht. Ich bin gespannt. Los geht's. Leben. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Das sieht so geil aus. Ich bin jetzt nicht auf dem Markt, sondern auf dem Hof, ich sehe, wie ich schaffe. Also, ich würde jetzt nicht machen, aber wenn ich mit dem Auto rumfahre, wenn ich das so, dann fängt alles gut mit, ja? Der Hammond-Stiftung geht es um drei Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Okay. Ich wollte sagen, das Spiel kostet 60 Euro. Also die Lux-Edition. Die normale kostet 5 Euro weniger, aber nimmt sich auch nicht viel. Ich finde, das ist schon deftig, ne? Aber ich wollte es euch zeigen, deswegen habe ich es geholt. Und ich wollte es auch selber spielen, weil ich bin großer Jurassic Park und Jurassic World Fan. Ich hab da hinten, das kann man jetzt nicht sehen, ist der Wüste. Habe ich sogar einen Dino-Poster. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es ein Raptor ist oder... Egal. Jedenfalls ist es ein Poster. Gut. Soll ich den Auftrag auswählen? Nur einen Auftrag, oder? Tipp, nach diesem Auftrag können Sie für alle Abteilungen arbeiten. Fordern Sie im Kontrollraum weitere Aufnahmen an. Achso, okay, ist nur eine. Ah, nicht hier. Ich würde aber schon auf Unterhaltung gehen. Obwohl, Sicherheit ist wichtig, weil wir wissen ja, was passiert ist, oder? Wir wissen ja, was passiert ist. In jedem Film eigentlich. Immer schiefgegangen. Deswegen wäre es schon wichtig, Wissenschaft. Vielleicht schnell mal Dinos, obwohl ist jetzt nicht so wichtig für mich. Und Unterhaltung. Warte mal, Unterhaltung? Der Indominus Rex wird da gemacht wegen Unterhaltung. Also, sorry wegen Spoiler, die haben halt, wenn die Filme noch nicht gesehen habe, obwohl ich es allem sehen müsste. Der Indominus Rex wird da schaffen, weil die Unterhaltung wollten. Das ist langweilig wurde.
Deswegen glaube ich, dass wir schnell unter uns Drecks bekommen würden. Wenn wir auf Unterhaltung gehen. Ja, ich nehme Unterhaltung. Hi, ich bin Isaac. Moin. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Danke. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Stimmt. Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen habt oder gehört habt, aber ich habe gerade eine Steam-Nachricht bekommen. Muss ich nächstes Mal aufstellen. Gut. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Sollte, ich will dieses Spiel ganz in Ruhe spielen, ja? Wirklich ganz langsam hier. Für ganz langsam das Spiel spielen, dass Sie auch nicht zu schnell fertig sind, auch ein paar Folgen dran arbeiten. Ich hoffe, ich werde schon ein bisschen länger. Oder alle werden ein bisschen länger, mal bitte. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was wir hier so machen mit Expeditionen und alles. Ja, da sind dann halt so Abkreuzungen. Ach komm, machen wir. Warum schon? Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Okay, ich habe noch zwei weitere, zwei Minuten, da kommen halt bis zum Gebäude und hin. Ich weiß ähnliches. Tada! Die Unterhaltungsabteilung ist sich ihres Erfolgs bewusst. Wenn sich ihr Ruf dort verbessert, wird man sie dadurch auch mit anspruchsvolleren Aufgaben betrauen. Okay. Also ich mache Unterhaltung. Egal was es ist. Wenn ich dann erstmal ablehne, dann mache ich das mal ablehnen. Und dann auch alles machen. Ich mache Unterhaltung. Oh, was ist das? Hey, Isaac hier. Wie geht's? Gut. Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Okay. Darum weise ich Sie darauf hin. Ja. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Das bin ich, hoffentlich. Der Ceratosaurus. 1 Million. Und Dracorix. Kommen wir Punkte oder schalt ihn frei oder was? Wir müssen, also DNA-Dinger, genau. Wir müssen Knochen und so halt vom Ceratosaurus sammeln, bis wir ihn erschaffen können. So, einfach erklärt. Das ist nämlich nicht so super. Gut, mir geht es um die Show. Und mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Themenparks sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Ich? Außer mir selbst natürlich. Ach so, ja. Das dachte ich. Gut. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Also. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Gut, so, das werde ich wischen. Also ich lese jetzt nicht durch, könnt ihr selber durchlesen. Ich soll nicht lesen, weil ich will. Ich will nicht lesen, gut. Ceratops, sieh gleich. Was ist das hier? Oh, die Ceratops. Na, auch nochmal Ceratops. Weiter. Da hier. Hier, mach ich mal. 75.000, wie kostet hier? Also, oh, ich geh nicht mehr. Gut, Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Ich will das mal gerade sehen, weil ich das Fenster noch offen hatte. Das ist geschlossen. Ein bisschen ausgehen lassen, aber ich will das sehen. Alter, wie geil. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff.
Natur und Kommerz. Ja, ganz einfach, oder? Ja, ganz einfach eigentlich. Wow. Ich drücke die wirklich ab. Es sieht so geil aus. Ich muss das machen. Aufbauspiel, ja? Ein Aufbauspiel. Das ist das detaillierteste Aufbauspiel, das ich gesehen habe. Ohne Witz. Ja? Was ist das? Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Den haben wir jetzt. Ich mache wieder erstmal von denen. Bei dem Verraten war das. Bei dem sollen wir schon schneller fertig, und müssen schneller fertig. Heißt es Triceratops oder Triceratops? Ich weiß es nicht. Sag mal Triceratops. Und ein Edmontosaurus. Wir müssen mal warten, bis es fertig ist. Was ich sehe, was wir machen können. Besuche wollte mein Partner sehen. Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse, wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen, hä? Ich bin ja eher der Rindfleischtyp. Die Forschung? Warum ist der Knochen so? Ah, ist er nicht. Oh, ist er nicht. Okay. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, in den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Ich könnte da jetzt hier noch ein Gehege bauen für diese kleine Bärchen hier, ne? Aber den wollte ich auch. Ich brüte den Dino,
ihn hier, den Fleischfresser hier aus. Den Fleischfresser. Gut ihn hier aus. Nein, ich will nicht, dass er stirbt. Nein, ich will es nicht. Echt voll cool, ja. Warte mal kurz. Ich will mal gerade sie. Was wir hier machen. Gehen wir gucken, nur was hier. Einen Augenblick. Dann können wir später mit drüber reisen. Das ist zwar schon. Ich bin am Bauen, ne? Weil nicht die Pflanzen, dann die Pflanze. Deswegen die Pflanze. Okay, gleich fertig. Ich will auch keinen Karten müssen das Play setzen. Ich halt nur angeln wollen, ja? Ich will, dass wir alles gemeinsam mit erleben. Oh, es dauert wirklich 10 Jahre. Okay. Ich muss kurz sagen. Die erste Folge dauert auch nicht, also. Ich bin wieder einfach zu ruhig bei mir. Das ist halt. Ah, guck mal, es wird anders. Es kommt heute auf jeden Fall. Also, wir haben gerade den 13. Der ist gut. Wir haben den 13.06. Und wenn es heute nicht online kommt, sondern am 17.06. oder nie. Müssen ja Bescheid. Gut. Es ist fertig. Freilassen. Glückliche Gäste, darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen und weniger Verständnis, stimmt's? Wer ist wütend? Bruce ist wütend. Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Wo Leben war, ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Hätte ich ihn hier in einem Nebel gestorben. Oh, ist der mächtig. Was war mir jetzt hier? Im Business ist immer Luft nach oben. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Soll ich da extra
aussehen, zum Bild. Geil, weg. Geil, für ein Bild aus. Hab ich doch kein. Da muss ich ja rein, schnell. Welche Station? Warum so oder so noch? Hat er erstmal sowas zum Fressen? Jagt er nicht, aber es gleich ein Bild machen. Die Tierte wird er erstmal. Das war gleich manuell durch die Müll. Wenn er frisst, machen wir ein Bild. Das Bild, das Bild, Geld und für die Mission passen. Und ich krieg eine Anzeige für Unterhaltung. Also, verloren. Alles. Wir können wegschlüpfen. Sagen wir jetzt wieder. Was haben wir jetzt damit? Wie wird denn das tun? Ich sag immer kleiner. Ja, ich werde ihn auch sauer, wenn es mir kleiner sagen würde. Wenn es mir kleiner sagt, ja? Das mag ich auch nicht. Gut, gut, welche Schatzung ist fertig? Oh, sie blockiert mich. Ja, Jurassic Park hier. Sofort erkannt. Muss man nicht hin. Wo fahr ich nach? Ja, okay. Wenn ich hier mit zwei Moment. Immer gelenkt. Das ist ein Sprachbuch. Das kommt zum Spiel. Ich muss jetzt mal gucken. Station voll. Übernehme das Steuer. Das hat gar nichts gebracht. Aber das ist jetzt nicht. Ich kenn's auch nicht. Gut, ich hab. Ich hab. Ich bin mal. Das ist echt gut, wenn. Das ist vielleicht was gehört, wenn ich nicht gucke. Na, kommt jetzt. Schön schräg von oben drauf. Schreck ihn ab oder was? Na los, Bruce. Trau dich. Bruce, dann. Fleische, Fleische. Sieht schon lecker aus. Gut. Na du? Ja. Ist ja auch gut. Ja, ich bin auch gut. Na los, friss doch mal. Bruce, friss. Da ist. Saftiges, leckeres Fleisch. Und wir machen ein Bild. Ja, nur ein Bild. Alles mit keinem Grund zur Aufregung. Ich glaub, der Bruce mag mich nicht. Der mag mich aber nicht. Läuft er zu mir. Ich weiß nicht wieder. Thank you.
Jungs, jetzt enttäuscht mich nicht. Schön, dass die Flinte raussehen. Gross. Geh jetzt fressen. Mach aber. Auffüllen beendet. Sturm im Anmarsch. Bereit machen. Oh nein, kein Sturm. Den frisst er ja nie. Sturm im vollen Gange. Cooles Foto. Ich hoffe, das klang ehrlich. Es hätte zumindest so klingen sollen. Yes, ja, es ist ein guter Moment für ein Foto. Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Thank you. Wow, es geht los. Ihr Ruf ist in die Höhe geschossen, weshalb Sie von der Unterhaltungsabteilung eine Belohnung für Ihre Arbeit auf Isla Matanceros erhalten. Guck mal, wie sieht er aus. Ja, das ist ein bisschen. Was ist denn? Ja, das ist ein bisschen. Was ist denn? 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 Und ich erforsche keine Lage. Erstmal das. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Sehr schön. Gut. Kann ich loslesen? Warte mal kurz, dass ich Stopp machen kann. Gut. Forschung angehen. Gebäude. Keine Ahnung. Weniger als ein. Ja, sehr schön. Lizenzierte Musik stumm schalten. Das ist halt echt gut gemacht. Ne? Und wird ja auch die Jurassic Park und die normalen Musik unter dem Motor gebaut. Das ist gut, wenn man live spielt, aber wenn man nicht spielt, so das macht, dann ist es echt sehr praktisch. Weil man trotzdem noch Musik unterbringt. Es sieht ziemlich gut aus hier. Ich mag, was Sie aus diesem Ort gemacht haben. Okay, das sieht auch schön aus. Ja, das sieht auf jeden Fall schön aus. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich werde das Spiel gleich abspeichern. Gut. Komm mal runter. Sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Ach, übrigens, hallo. Hat ganz vieles zu sagen. Deswegen ist eigentlich dieses Video auch gefallen, dieses Spiel. Sehe ich es wahrscheinlich nicht. Kann ich schon mal. Okay, so. Das ist nur, damit ihr irgendwas habt. Leute, ich weiß nicht, ich guck noch mal kurz, aber ich glaube, wir haben die 50 Abonnenten geknackt. Ja? Ich guck noch mal kurz. Leute, ich hab drauf geguckt, war 50 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Leute, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Und ich hatte 12 Abonnenten oder so. Und jetzt sind es 50. Okay, einige sagen jetzt, ist für wenig, ne? Aber für mich ist viel, ne? Für mich ist wirklich viel. Guck mal kurz. 50 Abonnenten, ja. Wirklich vielen, vielen Dank dafür, Leute. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt abonnieren. Also, ja, ist eigentlich praktisch. Gut, dann kriegst du hier. Nein, okay, es geht nicht. Was ich nämlich machen wollte, wäre nämlich das gewesen. Aber ich bin ja nicht. Okay, warte kurz. Vergesst nicht zu abonnieren. Mach ich so. Und wenn ihr bereits abonniert habt, wirklich vielen, vielen Dank. Und ja, ich würde dann sagen, was mit dieser Folge? Vergesst nicht zu bewerten, hab ich schon alles gesagt. Egal, tschüss.